Das ist Kevin. Kevin ist 23 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Fachinformatiker. Aufgrund dessen, dass Kevin den ganzen Tag am Computer sitzt, hat er in den letzten Jahren vermehrt Rückenprobleme bekommen und hat da bei seinem Chef nach einem Stehtisch gefragt, welcher es ihm ermöglichen würde, rückenschonend im Stehen zu arbeiten. Sein Chef lehnte dies jedoch ab, sein Schreibtisch sei ja gerade erst erneuert worden. Am nächsten Tag tratscht Kevin mit seinem Kollegen Dieter über die Situation und die Reaktion seines Chefes. Dieter ist mit seinen 54 Jahren bereits ein alter Hase im Berufsleben und gibt Kevin daher einen Tipp mit auf den Weg. Geh doch damit mal zu unserem Betriebsrat. Kevin ist verwundert. Betriebsrat? Was ist ein Betriebsrat? Der Betriebsrat vermittelt bei Problemen zwischen Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber. Seine Rolle ist im Betriebsverfassungsgesetz festgelegt. Der Betriebsrat hat mehrere Aufgaben. Zu den Hauptaufgaben gehört unter anderem die Aufgabe der Überwachung. Hier achtet der Betriebsrat auf die Einhaltung von Gesetzen durch den Arbeitgeber. Die Schutzaufgabe, zum Beispiel die Hilfe älterer Arbeitnehmer, Eingliederung von Schwerbehinderten sowie die Integration von ausländischen Mitarbeitern. Die Aufgabe der Gestaltung des Arbeitsplatzes. Der Betriebsrat muss Anregungen wie die Beantragung eines Stehtisches entgegennehmen und diese beim Arbeitgeber durchsetzen. Die Förderungsaufgabe, die Gleichstellung der Geschlechter, die Vorbereitung zur Wahl der Jugendausbildungsvertretung und die Sicherung der Beschäftigung. Der Betriebsrat hat verschiedene Rechte. Zum einen das Mitwirkungsrecht, welches das Anhörungsrecht und das Beratungsrecht umfasst. Das heißt, der Arbeitgeber muss den Betriebsrat anhören, aber der Betriebsrat hat keine Stimme in der Angelegenheit. Des Weiteren hat er das Informationsrecht, das heißt, der Arbeitgeber muss den Betriebsrat über bestimmte Fälle informieren. Das stärkste Recht ist das Mitbestimmungsrecht. Es umfasst unter anderem das Widerspruchsrecht und das Zustimmungsverweigerungsrecht. Der Betriebsrat hat neben seinen Aufgaben auch diverse Pflichten. Eine seiner Pflichten ist unter anderem die sogenannte Verschwiegenheitspflicht. Diese besagt, dass der Betriebsrat zwar vom Arbeitgeber über beispielsweise eine bevorstehende Pleite informiert wird, diese Information jedoch nicht weitertragen darf. Zudem muss er der sogenannten Fortbildungspflicht nachkommen. Nach dieser ist der Betriebsrat verpflichtet, an Schulungen zur Thematik des Betriebsrats teilzunehmen. Des Weiteren hat er weitere allgemeine Pflichten, wie die vertrauensvolle Kooperation mit dem Arbeitgeber, keiner parteipolitischen Betätigung im Betrieb, Wahrung des Betriebsfriedens sowie die monatliche Teilnahme an Betriebsratssitzungen innerhalb der Arbeitszeit. Hallo Tanja, ich hatte dich ja bereits per E-Mail angeschrieben wegen meinen Problemen. Hi Kevin, ja genau, gut, dass du dich direkt an uns gewendet hast. Rückenschmerzen am Arbeitsplatz müssen nicht sein. Wir kriegen das ganz bestimmt hin, dass du einen Stehtisch bekommst. Einige Wochen später, Kevin hat inzwischen dank der Hilfe des Betriebsrates seinen Stehtisch bekommen und trifft sich noch einmal mit Tanja, um sich bei dieser zu bedanken.